Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, zuallererst möchte ich euch natürlich ein gesundes, fröhliches Jahr 2019 wünschen mit ganz vielen schönen Momenten und natürlich hoffe ich, dass ihr ganz viel Lesevergnügen in diesem Jahr haben werdet. Damit ich für mich bzw. auch für euch das Jahr lesetechnisch 2018 abschließen kann, würde ich sagen, beginnen wir mit dem ersten Video auf meinem Kanal mit meinen gelesenen Büchern. Und aus diesem Grund wird es auch nicht nur 5 Bücher geben, sondern insgesamt 7. Aber ich denke nicht, dass es das Problem sein wird. Genau, wir beginnen quasi jetzt erstmal mit den kleinsten Büchern. Und zwar ist es ja in letzter Zeit ja doch irgendwie Mode, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sage es jetzt einfach mal. Und zwar, dass zu jeder Ausgabe ja auch irgendwie eine kleine Variante gibt. Und eigentlich bin ich nicht so der Freund dieser kleinen Varianten, aber dennoch sind sie bei mir eingezogen. Es lässt sich ja fast nicht vermeiden. Man bekommt sie ja auch quasi geschenkt. Bei dem ersten Werk handelt es sich um ein Werk, was ich mit der lieben Caro vom Kanal Caros Bücher gelesen habe. Ich werde ihren Kanal gerne mal unten in der Infobox verlinken und vielleicht habt ihr das Werk auch bei ihr schon auf dem Kanal gesehen. Und zwar handelt es sich um Main Street von Sinclair Lewis aus dem Manese Verlag. Ja, in diesem Werk kriegen wir geschildert, wie es ist, quasi in einem Provinzkaff in Amerika zu leben, wie ein Mensch das quasi verändert von einem, ich sag mal, von einer Großstadt in eine Ministadt zu ziehen und ja, was die Kleinstadt mit einem macht und wie sie einen doch am Ende verändert. Dieses Werk war für mich sehr, wie soll ich sagen, sehr aufreibend und das vor allen Dingen auch ein bisschen ja, im negativen Sinn, weil zum einen hat mich die Protagonistin total genervt. Sie war sehr, was heißt total genervt, ist vielleicht auch ein Stück weit übertrieben, aber sie war sehr, sehr anstrengend. Sie hatte so ihre Marotten, eine davon war zum Beispiel, dass sie sehr, sehr viel kritisiert hat, aber dafür auch wenig getan hat, dass sich etwas ändert. Sie hat sehr oft anderen kritisiert und ja, war für sich so ein bisschen das Unschuldslamm, sag ich mal. Und auf diesen Hintergrund, dass die Protagonistin nun sehr, sehr unangenehm war und sehr, ja, nervig teilweise auch, hat sich das Buch natürlich sehr gezogen. Und Caro und ich, wir sind da eigentlich sehr ähnlicher Meinung gewesen, dass das Werk definitiv weniger Seiten vertragen hätte und wäre dann wahrscheinlich auch etwas angenehmer geworden. Nichtsdestotrotz hat es mich ein Stück weit auch ein bisschen an Stoner von John Williams erinnert, so von der Erzählgeschwindigkeit. Und auch manche Sachen haben mir, wie sie erzählt wurden, wirklich sehr gut gefallen. Auch so die Art und Weise, wie Sinclair Lewis das erzählt hat. Oder ja, geschildert hat. Ich fand seine Sprache sehr, sehr gut. Und das ist auch das, wo ich sage, das ist nicht jetzt so ein schlechtes Buch. Wo ich sage, das würde ich grundsätzlich ablehnen. Aber halt, ja, die Charaktere bzw. der Hauptcharakter hat es dann doch ja, etwas vermiest, sag ich mal. Bei dem nächsten kleinen Werk, und dann hätten wir quasi schon die kleinen Werke ja, durch. Und zwar handelt es sich dabei um Isabel Allendes Geisterhaus von Austin Surkamp Verlag in diesem Fall. Auch in dieser Mini-Ausgabe. Sie hat ja hier bei mir etwas gelitten, weil sie oft im Rucksack mit transportiert worden ist. Und zwar, das Geisterhaus ist ja einer ihrer, ja, bekanntesten Werke, wird sogar schon als moderner Klassiker bezeichnet, würde ich jetzt mal behaupten. Und zwar, ja, haben wir hier ein Familiendrama, welches in Chile, würde ich jetzt sagen, wenn ich mich jetzt, ja, ich glaube in Chile, sagen wir, um mich nicht festzunageln, in Südamerika befinden. Und ja,
Die Protagonisten waren hier für mich wahnsinnig gut gezeichnet. Sie waren sehr lebhaft. Jeder Charakter hatte so seine Eigenschaften. Jeder Charakter wurde auch von den anderen Charakteren ein Stück weit beeinflusst und hat sich dahingehend entwickelt. Das fand ich sehr, sehr gut. Allerdings, ich hatte ja schon vor einer Weile von Isabel Allende den japanischen Liebhaber gelesen und da ist mir auch das Gleiche aufgefallen wie beim Geisterhaus, dass Allende vor allen Dingen sehr ruhig und ohne, ja, sie bleibt halt im Ruhigen. Wie meine ich das? Und zwar, wenn von der Geschichte her etwas Dramatisches passiert, sag ich mal, bleibt der ruhige Stil. Da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass der Stil sich vielleicht auch ein bisschen mehr zum Flotten hin entwickelt, sag ich mal, dass so ein bisschen der Geschichte anpasst. Aber Allende bleibt halt sehr, sehr ruhig, erzählt ja eine Geschichte quasi im monotonen Ton. In manchen Dingen, finde ich, war das absolut passend, vor allen Dingen so für die Charakterzeichnung, für bestimmte Momente, zum Beispiel wenn es sehr, sehr warm ist im Roman oder im Werk, und da passt es. Aber wenn halt etwas Schreckliches, was Dramatisches passiert, viel Action passiert oder viel einfach passiert, sag ich mal, dann bleibt der ruhige Stil. Und das war halt absolut nicht so mein Ding. Ja, ich denke, dass bei dem Werk es auch noch so sein wird, dass bei vor allen Dingen so den Gewaltszenen, dass das manchmal zu plastisch beschrieben wurde und dass das vielleicht auch nicht jedermanns Sache ist. Im Großen und Ganzen hat mir das Werk am Ende dann doch gefallen, auch wenn es von meiner Seite her dann doch einige Kritikpunkte hat. Ja, dann sind wir quasi schon mit den kleinen Werken zu Ende.
Dann kommen wir als nächstes zu einem Werk, wo dabei welches ich im Zuge des Deutschen Literaturpreises 2018 gelesen habe. Und bevor ich es euch nenne, möchte ich zu Beginn gleich sagen, dass es mir bisher immer noch sehr, sehr schwer fällt, meine Gedanken zu diesem Werk zusammenzufassen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich euch nicht sagen kann, ob es mir gefallen hat oder ob es mir nicht gefallen hat. Ich weiß nur, dass es mich sehr beeindruckt hat, wie es geschrieben wurde und natürlich auch das Thema. Und zwar handelt es sich um Die Drachenwand von Arno Geiger aus dem Hansa Verlag. Und zwar treffen wir hier Wade Kolb, den Soldaten, der aufgrund seiner Verletzung aus dem Krieg zurückgekehrt ist und ja quasi auf Genesungsurlaub ist, sag ich mal. Auf diesem Genesungsurlaub, beziehungsweise in dem Genesungsurlaub ist er in einem kleinen Dorf, an der Drachenwand ja liegt, und dort bestreitet er quasi das tägliche Leben, das Kriegsleben, wie die Kriegsjahre so, wie sie so in der Heimat ja sind, und er verliebt sich dabei auch und es passieren auch noch eine Menge Dinge. Ich finde, dass Arno Geiger hier ein Werk gelungen ist, meiner Meinung nach, was sich auf eine wirklich andere Art und Weise sich mit dem Krieg auseinandersetzt. Wir haben natürlich viele Kriegsbücher, vor allem um den Zweiten Weltkrieg, die sich quasi mit dem Heimatleben beschäftigen, auch im Krieg selbst und halt natürlich auch ja, mit den Konzentrationslagern und so weiter. Ich kann es verstehen, warum, also mir fällt es weiterhin schwer, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht auch schon merkt, aber meine Worte, also was mir sehr, sehr gut gefallen hat am Werk und auch so meine Kritik in Worte zu verfassen zu diesem Wort, ich kann es auch irgendwie nicht sagen, warum das Werk, also warum so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht in Worte fassen kann. Ja, aber ich kann definitiv verstehen, warum es auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2018 gewandert ist. Ich fand es schade, dass es nicht noch mit auf die Shortlist gerutscht ist, aber ich kenne ja die anderen Werke noch nicht so gut. Was heißt noch nicht so gut? Ich kenne sie gar nicht. Ich habe jetzt hier noch Archibald da und ich glaube noch ein Werk. Ich glaube es war nur Archibald. Ja, genau, mal sehen. Die anderen Werke, die ich hier noch da habe, die werde ich, oder das Werk, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich noch eins habe, werde ich definitiv noch lesen. Mal sehen. Vor allen Dingen Archibald, das ist ja die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2018. Deswegen werde ich es definitiv noch lesen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch was wird. Und das sagte sie, obwohl das Jahr noch nicht sehr alt ist. Ja, dann kommen wir zu einem Werk, was ich bereits vorgestellt hatte in einer Einzelrezension, da es sich um ein Rezensionsexemplar handelt. Deswegen werde ich auch gar nicht so weit darauf eingehen. Und zwar handelt es sich um 1998, drei Generationen, eine Geschichte aus dem Gütersloher Verlagshaus. Hier, das ist quasi das Sachbuch, was ich noch Ende letzten Jahres quasi gelesen hatte, um die Generation 1968. Wie sie beeinflusst haben, was sie getan haben und wie sie die Generation danach beeinflusst haben. Ich fand dieses Werk sehr, sehr gelungen. Es hat natürlich auch so seine Nachteile, und ich finde, dass es ein sehr, sehr guter Einstieg ist, um sich mit dem Thema 1968 auseinanderzusetzen und vor allen Dingen mit dem Thema auseinanderzusetzen, welchen Einfluss sie eigentlich auf unsere Generation hatten, und uns bewusst zu machen, was sie bewirkt haben und was wir eigentlich ihnen zu verdanken haben. Ja, also wer sich vielleicht mit dem Thema auseinandersetzen will, den kann ich dieses Werk nur empfehlen. Als Einstieg. Ich denke, es gibt natürlich noch umfangreichere Werke zu 1968, aber als Einstieg eignet sich das wirklich hervorragend. Dann kommen wir auch schon zu zwei, Schmankerle, sag ich mal, zwei Kinderbücher, die ich, das eine habe ich quasi,
Das eine, ich überlege gerade, ob ich dieses Werk euch nicht schon gezeigt habe. Aber ich kann mich auch irren. Falls nicht, es ist ein schönes Werk, deswegen kann es nicht schaden, euch das noch einmal zu zeigen. Und zwar ist es ein Kinderbuch, was ich ganz, ganz zufällig, und es war auch das letzte, was in der Buchhandlung lag, entdeckt habe. Und zwar handelt es sich um das Mädchen, das die Bücher retten wollte, aus dem Wow-Book Verlag. Und zwar von den beiden Autoren Klaus Hagerup und Lisa Asiato. Die Bilder sind für mich ein absoluter Augenschmaus. Ich habe mich, als ich das Buch in der Buchhandlung durchgeblättert habe, sofort verliebt. Und aus dem Grund konnte ich einfach nicht anders und habe es einfach mitgenommen. Bei der Geschichte ist es natürlich so, dass es einfach eine Kindergeschichte ist. Sie ist natürlich für einen Erwachsenen ja ein Stück weit vorhersehbar, aber für Kinder, denke ich, ist sie absolut gut gemacht, und sie erzählt die Geschichte, dass man halt ja nicht aufgeben sollte, dass man nicht aufgeben sollte, dass man an seinen Zielen festhält, auch wenn vielleicht ein paar Hindernisse ja im Weg stehen. Falls ihr auf Kinderbücher steht, falls euch ja ab und an mal ja so ein Kinderbuch für zwischendurch, dass ihr das braucht. Ich habe nämlich festgestellt, dass es doch das Leserverhalten doch etwas auflockert. Wenn man zwischendurch mal ein Kinderbuch liest, dann kann ich das nur empfehlen. Und schon alleine aufgrund dieser fantastischen Zeichnungen. Ich gucke jetzt nochmal schnell, von wem die illustriert wurden, und zwar von Lisa Asiato. Dann ist das der die Geschichte geschrieben hat, also Klaus Hagerup, und Lisa Asiato wäre dann die Illustratorin. Ja, bei dem zweiten Kinderbuch quasi, was ich noch gelesen habe, und zwar direkt im Dezember, kann sich vielleicht der ein oder andere auch schon denken, um welches Buch es sich handelt. Und ich bin sehr froh, dass ich das im Buchladen entdeckt habe und nicht dran vorbeigegangen bin. Ich hatte es zwar schon ein Stück weit ja auf Instagram gesehen und dachte mir so, naja, ich weiß nicht. Und dann habe ich es aber im Buchhandel gesehen und konnte einfach nicht dran vorbeigehen, weil ich dann auch endlich ja selber reinblättern konnte. Und da habe ich mich ebenfalls in die Illustrationen verliebt und im Nachhinein dann auch in die Geschichte. Und zwar handelt es sich um die Schneeschwestern, eine Weihnachtsgeschichte von Maya Lunte und illustriert von Lisa Asiato. Ja, das würde jetzt auch erklären, warum ich die Illustration so schön finde, wenn dies die gleiche Illustratorin ist wie von das Mädchen, was die Bücher retten wollte. Was jetzt natürlich für mich irgendwie einen Sinn ergibt, aber ich das jetzt auch erst festgestellt habe. Ja, Zufälle gibt es. Und zwar ist es bei den Schneeschwestern geht es um einen Jungen, der ja seine Schwester verloren hat und aufgrund dieses Verlustes bei ihm so Weihnachten ein Stück weit im Hintergrund rückt. Also quasi eigentlich eine sehr, sehr typische Weihnachtsgeschichte, was ich wirklich nicht schlimm finde, weil es halt einfach irgendwie zu Weihnachten passt. Insgesamt sind in diesem Werk 24 Kapitel, quasi kann man jeden Tag ein Kapitel lesen, und ich finde so, wenn man das in Anbetracht daran sieht, dass es ja eigentlich für Kinder ist, ist es auch eine sehr, sehr gute Kapitellänge. Jedes Kapitel hat so, ich glaube, so 4-5 Seiten bestickt mit Illustrationen und also mal mehr, mal weniger Text. Ich fand die Geschichte sehr, sehr herzzerreißend und mir hat es doch durchaus die ein oder andere Träne in die Augen getrieben. Und ich glaube, als Erwachsener ist es vielleicht noch ein Stück weit trauriger, als wenn man das als Kind vorgelesen bekommt. Wer auf so klassische Weihnachtsgeschichten steht, wer auf den Illustrationsstil von Lisa Asiato steht, dem kann ich dieses Werk nur empfehlen. Auch die Geschichte von Maya Lunte ist für mich ein absolutes Herzensbuch. Ja, dann war es das quasi mit meinen 7 gelesenen Büchern und damit auch mit dem Lesejahr 2018.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und mich würde am Ende natürlich auch sehr interessieren, ob ihr eins der Werke ebenfalls gelesen habt und wie euch dann das Werk gefallen hat. Ja, ich würde mich natürlich wie immer sehr über einen Kommentar unter diesem Video freuen. Des Weiteren würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Abonnement bei mir dalassen würdet. Ja, dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag und ja, ich hoffe bis bald. Bis dahin, tschüss!